So, wir müssen hier rein, jetzt Brandenburger Tor. Kommen Sie ran hier. Ich dachte, der Panzer wäre irgendwie, aber der ist kaputt. Kannst du nicht kaputt schießen. Okay. Wolf, du Sack. Wo bist du? Reiser. Reiser. Rechtsack, ey. Oh, wir müssen nach oben. Schnell, bevor der abhaut. Ja. Von hier oben? Wir stehen uns, glaube ich, gegenseitig im Weg. Hä? Wie denn jetzt? Was denn? Wer denn? Ich verstehe das im Moment nicht. Ach, hier. Oh, hier. Hier oben auf dem Brandenburger Tor. Bin da. Da fährt er. Kannst du den Tank treffen? Was werde ich jetzt sehen? Irgendwas. Was du das? Weiß ich das? Das war's. Warst du das jetzt? Ja, sicher. Weil ich habe auch geschossen, die das war jetzt zeitgleich von Berlin irgendwie. Endete um 8.23 Uhr am 2. Mai 1945. Als General Weidling die Kapitulation der deutschen Streitkräfte General Tschulkow von der Roten Armee übermittelte. Wenig später war der Krieg beendet, aber schon begann ein neuer Krieg, der Kalte Krieg. Und ich war sein erster Soldat. Ja, das ging jetzt schnell, ne? Waren mal eben schnell 2 Minuten oder so. Ja. Hätten wir auch dranhängen können, ne? Und das wusste man natürlich jetzt auch nicht. Natürlich, ne? Jetzt auch nicht, ne? Längster Schuss 284 Meter und bei dir 286 Meter. Also jetzt liegen wir mit der Punktezahl fast auf. Bei Genauigkeit von Schüssen 91%. Top-Schüsse habe ich 11 Stück. 6. Genauigkeit 82. Hammer. Tja. Ja, das ja. War der erste Teil, liebe Freunde. Aus. Folgt das auf jeden Fall Teil 3 und 4. Wollen wir auch noch machen? Genau, die sollen auch noch kommen. Wir müssen halt diesen bisschen lang ziehen. Aber jetzt kann er 10 Minuten quatschen, glaube ich. Nein, das denke ich mal, wird auch nicht funktionieren, oder? Nee, aber ich muss sagen, das Spiel hat mich doch wirklich mitgenommen. Hat dich das abgeholt? Gemacht. Ja, hat mich abgeholt. Also ich habe vor allen Dingen, sag ich mal, wenn man zu zweit spielt, so, ne, so gegenseitig, hey, ich habe 184, hey, ich habe 200 Meter, bam. Ich hatte ja gedacht vorher am Anfang, weil wir hatten, wie gesagt, wir haben das ja schon länger und haben das irgendwann mal angespielt. Und dann haben wir uns gesagt, ja, hör mal, was machen wir denn jetzt? Und wollen wir mal, dann haben wir das liegen lassen. Erstmal sind wir gar nicht rangegangen. Und ja, und jetzt haben wir irgendwann gesagt, komm, wir machen das einfach mal. Wir testen das einfach mal an. Und dann, ich, wie gesagt, geil. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange da dran hängen. Ja, ich habe auch gedacht, ne, wo du gesagt hast, pff, machen wir mal eben. Ja. Okay. Ja, gut. Also ich hatte so gedacht, oh, das sind mal eben 2 Missionen oder was, die. Dachte ich. Mm. Und das waren jetzt doch ein paar Missionen mehr, ne? Ja, war schon heftig, also wie gesagt. Aber auch so von der Umgebung her toll gemacht. Absolut. Also das Remastered lohnt sich wirklich? Ja, auf jeden Fall. Weil das ist richtig schön. Also es sieht vielleicht schön. Schön im Sinne, im Sinne der... Authentisch. Ja, das kann man so sagen. Weil Berlin... Ne? Zu der Zeit... Jeder weiß auf jeden Fall, wie Berlin im Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Kurz vor Ende.
Da stand ja kein Stein mehr am anderen. Und aber ich finde es geil. Es ist gut umgesetzt. Es hat Spaß gemacht. Ja. Und auch so von der Story her war das sehr interessant. Ja, finde ich auch. Nur eben halt, weil mich so ein bisschen ärgert, so, wir sind da nicht drauf eingegangen, die Weinflaschen und Goldbarren zu finden. Das war uns auch irgendwie auch gar nicht so wichtig, ne? Aber vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Aber dann nicht in der Remastered, sondern machen wir die noch in die direkte V2. Ja, die ganz normale, ne? Ja, das wissen wir aber noch in nicht. Der alten aber die Remastered sieht schon geil aus. Man weiß jetzt auch nicht, ob in der normalen Fassung überhaupt Weinflaschen so drin sind. Ich denke mal. Und Goldbarren, vielleicht hat man das einfach noch hinein. Also ich denke mal schon. Ich denke mal schon. Okay. Also ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass die da mit drin sind. Also glaube ich zumindest. Ja, ich habe mich leider nicht vorher informiert darüber. Das ist. Wie gesagt, 3 und 4 wird ja dann noch. Ich meine, glaube ich, bei 4 habe ich mal reingeguckt. Damals auf der Konsole. Weiß es nicht. Also ich weiß es überhaupt nicht, weil es war damals, das war so ein komplettes Paket bei Steam. War das bei Steam? Ich weiß es nicht mehr. Da haben wir uns mal gedacht, komm, dann machen wir das mal. Das war nicht teuer, ne? Also. Da war auch im Sale oder so und dann haben wir uns einfach gesagt, ach, vielleicht kann man da mal was mitmachen. Aber das hat uns so abgeholt, ey, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ist schon. Jetzt bin ich schon heiß auf den dritten Teil, ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen den Inhalt des dritten Teils, ne? Ja. Weil jetzt der Kalte Krieg angesprochen wurde. Ja. Mal sehen. Ja, ist egal. Dann ist der letzte Teil eben halt nur 7 oder 8 Minuten lang. Dann ist mir dann auch egal. Ja. Hätte man das vorher gewusst, hätte man dran gehangen. Genau. Aber ich wusste ja nicht, dass ich den alten Sack da, sag ich mal, mit einem Schuss wegmache. Wusste ich ja auch nicht. Den Herrn Wolf. Ja. Ich wusste auch nicht, haben Sie den weggemacht oder habe ich den weggemacht? Ich weiß es nicht. Wir müssen uns das nochmal angucken. Geschossen? Ja, ich habe genau in dem Moment geschossen, wo sie auch geschossen haben. Ich weiß nicht, irgendeiner auf einmal, von uns beiden mit dem wohl weggemacht haben, aber ich denke mal, längster Schuss 286 Meter war ich dann wohl. Gehe ich auch mal von aus. Ich habe keine Ahnung, ist auch eigentlich auch scheißegal. Ja, aber war jetzt witzig, muss ich sagen. Ich drück so ab in dem Moment, was? War ich das jetzt? Ich habe einfach nur ins Blaue geschossen irgendwie. Sehen Sie? Jetzt wissen was alle. Die hat nur ins Blaue geschossen. Nein, ich habe auf das Fahrzeug jetzt geschossen. Jetzt machen wir 10 Minuten auch voll, da wird das eben halt ganz kurz. Man, 10 Minuten, Quatsch, noch 10 Minuten, wie gesagt. Also. Was soll ich denn machen, ey? Ich kann ja jetzt hier kein 5 Minuten, 7 Minuten Video hochladen, da geht doch nicht. Dann machen wir sie 10 Minuten voll. Der letzte Teil ist 10 Minuten lang, was ist los? Ja, sehen Sie, unser Panzer war gar kein Panzer, der, ne? Ja, was? Ja, der Panzer war... Der Panzer war gar kein Panzer, ne? Den wir da gesehen haben, den Panzer. Der war einfach nur eine Ruine, wo sie sich hinter versteckt haben. Ja. War so kein aktivierter. Sonst hätte der Panzerkiller wieder Gelegenheit gehabt, sich zu beweisen, ja. Natürlich. Panzerkiller hätte dann... Ja, aber Schnellfeuer-Miri war nicht schlecht manchmal, ne? Manchmal ein bisschen schwer vom KP. Ach, das wissen Sie doch. Aber ja, eben... Wenn ich mich fixiere auf 1 und so, dann... Ich verstehe Sie. Na. Aber hat Spaß gemacht. Oh ja. Ganz geil. Oh ja, hat mich abgeholt und hätte ich nicht gedacht. Ja. Ah. Müssen auch mal auf den alten Mann hören. Und der alte Mann sagt immer, ey, da müssen wir mal gucken, das ist bestimmt geil. Der alte Mann, genau. Ja, da können wir was draus machen, haben wir gesagt. Leute, glaubt ihm kein Wort. Wort. Nein. Ja, wie gesagt, also doch Teil 3, Teil 4, aber das wird wahrscheinlich dann nicht so eben. Weil wenn man sich da so die Größe des Spiels anguckt, das kann alles bedeuten, das kann auch eine grafische Aufwertung sein. Aber ich glaube nicht, dass das mal eben so in 10 oder 20 Folgen erledigt ist. Keine Ahnung, werden wir sehen, ne? Genau, aber werden wir sehen. Einfach cool. Wow. Ja, war auf jeden Fall... War eine Folge Quatsch. Aber egal. Ja, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen Spaß hattet, auch mit der Story. Ja. Wir haben euch jetzt nicht über den ganzen Hintergrund informiert. Meine Güte, wer kennt das nicht, ne? Da gibt es ja mal Auslegungssachen und so weiter und so fort. Ja, ich denke mal, die Geschichte weiß jeder. Ja, ne?
Deswegen, wir haben einfach gedacht, wir machen das einfach jetzt mal fertig und ja, und genau. Ich hoffe wirklich, dass wir euch unterhalten haben. Ja. Ihr seid gespannt, wie der dritte Teil läuft, wie der vierte Teil läuft. Aber eigentlich genau. Hätten wir gar nicht verraten dürfen, dass wir den vierten Teil auch noch machen. Haben wir jetzt nicht gesagt, ihr habt das nicht gehört. Genau, wir sind eigentlich im normalen. Wir wollten eigentlich nur den zweiten Teil machen. Gucken, ob uns das überhaupt abholt, das wissen wir ja alles noch gar nicht. So, ja. Alles klar. So, ja, und wenn ihr den Panzerkiller demnächst wieder sehen wollt. Rocklesen Kanal ist bei mir auch verlinkt. Da könnt ihr aus ihrer Sicht das dann sehen. Und ansonsten würde ich danken fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da, das kostet alles nichts. Genau. Und wenn ihr möchtet, dass ihr immer informiert werdet, lasst die Glocke da. Nee, die Glocke nicht, die sollen die Glocke aktivieren. Die Glocke sollen nicht da lassen. Glocke aktivieren. Oh, die Glocke, und die Glocke. Die Glocke. Mach mich aus der Socke. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im Teil 3 von Sniper Elite. Ganz genau. Wenn ihr wisst, wer das gesagt hat mit der Glocke, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Bis dahin erstmal. Bis dann. Ciao. Ciao.